So sieht's aus. So. Ich ordne immer noch meine ersten Eindrücke, aber. Sind die jetzt fertig hier? Was Boah, schon acht wieder Minuten deiner noch. Sprache ist so emotional. So, hier. Entwicklung. Forschung. So. So, das ist eine Kettwaffe. Das ist auch eine Kettwaffe. 83.475. Das ist schon recht ordentlich. So. 52.750. Ultra selten. Boah, wie schnell ist das Ding denn? Aber 38 nur. Vierhundertfünfzig, das Ding ist schon echt krass. Das recht, das Ding braucht auch keine Munition mehr, ne? Aber ich glaube, ich kann es nicht herstellen, weil ich dafür nämlich diese Relikt-Dinger da brauche. So, Sturmgewehr Mettag. Weißt du was? Wir erforschen das Ding jetzt einfach mal. Sturmgewehr Sweeper. Also Sempor. Ja, ist natürlich bestialisch schnell. Aber macht halt recht wenig Schaden. Aber dafür ist die hier halt ein bisschen besser. So. Die hier erforschen wir dann auch mal eben noch. Ja, und da fehlen uns jetzt 50 Relikt-FD. Moment. Haben wir jetzt auch schon Relikt-Armschutz Erbe. Angara. Da. 4 Tech, Tech. Das ist alles auf Tech hier ausgelegt. Sind die Verteidiger-Dinger? So, was kann ich denn hier? Hyper Guardian. Schildleistung. Schuppenfasern. Fangen wir hier an mit dem Brustpanzer. Obwohl Biotik ist auch wieder scheiße. Nahkampfschaden.
Das ist doch echt ein wenig scheiße. Ja, es ist Verteidiger. Es sind Tech. Oh Mann, ey. Eigentlich ist das hier schon fast am besten, ey. Aber dafür habe ich zu wenig. Okay. Entwicklung. Sturmgewehre. Sweeper 2. Was fehlt uns denn? Magnesium und Vanadium. So, das checken wir jetzt mal hier. Magnesium und Vanadium. Nicht die passenden dabei. Panzerung. Pathfinder. Aber warum kann ich den nicht weiterentwickeln? Den habe ich hier nirgendwo drinne. Das ist ja echt ein bisschen nervig, ne? Ich habe zwar die Bausachen dafür, aber nichts, womit ich spawnen kann. Na, dafür müssen wir jetzt erstmal Vanadium und Magnesium bekommen. Magnesium und Cadmium, scheiße. Hier war auch kein Vanadium, ne? Zu wenig Magnesium. Okay. Dann hat sich das erledigt. So. Sind die jetzt hier fertig? Oh. Das sieht gut aus. Boah, schon wieder fehlgeschlagen. Das gibt's doch gar nicht. Okay, eine Stunde brauchen die wieder. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. So, mal kurz die Karte. So, ja gut. Dann mal kurz ins E-Mail-Fach da checken. Und schwupps. So.
Liam? Ich habe hier jemanden, der Costa heißt. Das muss ich mal kurz hier checken. Manchmal sind die Türen echt verhext, ey. Das ist ja manchmal echt komisch. Ist hier jemand? Rainer, kennen Sie Spender? Aus der Kolonialverwaltung? Diesen Arsch, der sich jetzt stellvertretender Direktor schimpft. Keine Ahnung, wieso Edison ihn nicht längst gefeuert hat. Spender hat während des Aufstands die Kroganer verarscht und da hat er es schon immer auf Cash abgesehen. Er hat irgendetwas vor. Ich kann es nur nicht beweisen. Wir sollten ihm auf der Nexus einen Besuch abstatten. Wieso haben die Kroganer die Nexus verlassen? Die Nexus wollte, dass wir Kroganer der Meuterei ein Ende machen. Im Gegenzug sollten wir in Stationsangelegenheiten ein Mitspracherecht erhalten. Aber Spender, Edisons Assistent, hat hinsichtlich der Abmachung gelogen. Und Tan ist hart geblieben. Zu hart. Also sind wir gegangen. Und Cash ist jetzt allein auf dieser Station. Denken Sie, Cash ist den politischen Spielchen auf der Station gewachsen? Cash ist allem gewachsen. Die Sache ist nur, Spender ist ein Feigling und Lügner. Er war an der Meuterei beteiligt. Ich weiß es. Seinetwegen kamen auf beiden Seiten eine Menge Leute zu Schaden. Und welche Rolle spiele ich bei dieser ganzen Sache? Die Dinge müssen geklärt werden, damit mein Clan auf die Station zurückkehren kann. Ohne Spender, der für Unfrieden sorgt. Und so wie ich das sehe, sind Sie für diesen Job vermutlich am besten geeignet. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Hey, eine Sache noch. Ja? Betrachten Sie jeden als Kleinen? Wenn man bedenkt, wie alt ich bin, ja, so ziemlich. Okay. Spender auf ein Nexus finden. Das machen wir dann später, wenn wir wieder auf der Nexus sind. Ich wollte jetzt einmal nämlich mit allen quatschen. Vielleicht kommt da irgendwann noch. Dieser Archon. Was für ein arrogantes Arschloch. Okay, es ist vielleicht überflüssig, das bei einem Cat extra zu erwähnen. Er ist allerdings der erste Cat, der sich dazu herabgelassen hat, mit uns zu reden. Das ist eine hilfreiche Information. Ja, wir wissen jetzt, dass sie kommunizieren können. Sie ziehen es einfach nur vor, sofort das Feuer zu eröffnen. Also, was gibt's sonst noch Neues? Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Nach der Lucinia? Wir überprüfen sämtliche eingehende Kommunikation. Bisher haben wir allerdings noch nichts Konkretes gefunden. Sind Sie mit jemandem hierher gekommen? Vielleicht mit jemandem, mit dem Sie gedient haben? Ich hatte meinen Spaß, wenn wir mal Landgang hatten. Aber das war nie etwas Ernstes. Asari-Jägerinnen sind experimentierfreudig. Aber ich war dort, um zu kämpfen. Nicht, um mich zu verlieben. Genau genommen sind Sie jetzt nicht mehr beim Militär. Ihnen entgeht auch nichts, oder?
Sie waren doch bei der Allianz, bevor Sie Jägerin wurden, oder? Wieso hatten Sie sich verpflichtet? Wegen meiner biotischen Fähigkeiten. Ich habe noch auf dem Frachter meiner Eltern gelebt, als sie sich zum ersten Mal gezeigt haben. Eine ungeschulte Biotikerin auf einem Raumschiff ist gefährlich. Aber wir konnten uns keinen Lehrer leisten. Die Allianz bot mir Implantate, eine Ausbildung, alles. Aber das ist Schnee von gestern. Sie sind dran. Erzählen Sie mir doch nochmal, was Sie nach Andromeda geführt hat. Ich hatte Jahre damit verbracht, zuzusehen, wie Pioniere die Arcturus-Massenportale durchquerten, um Ruhm zu erlangen, während ich zurückblieb. Dann ist die Karriere meines Vaters den Bach runtergegangen. Niemand wollte sich die Finger an seiner KI-Forschung verbrennen. Ich habe davon gehört. Das muss für Ihre Familie alles verändert haben. Wir mussten gemeinsam irgendwo neu anfangen. Oder zumindest so gemeinsam, wie wir eben konnten. Also Andromeda. Die Raiders. Keiner von ihnen denkt jemals in kleinen Dimensionen, oder? Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. So. Ist hier sonst noch jemand? Kann man hier was scannen? Ist doch gerade jemand durch mich durchgelaufen, oder? Ich rede mit ein paar Leuten. Vielleicht können Sie... Oh, hey, Pathfinder. Der Pathfinder ist bei dir? Lass mich ihm Hallo sagen. Na schön, aber blamier mich nicht. Ryder, das ist Cid, meine Schwester. Cid, Ryder. Ich hoffe, ich störe Sie nicht bei irgendwas Wichtigem. Überhaupt nicht. Wir sind so gut wie fertig. Warte, Ryder, ich wüsste gerne, ob... Also, ich weiß, es wirkt, als wäre ich einfach so an Bord Ihres Schiffes gegangen. Ohne jede Erklärung. Ich hätte dasselbe getan, um von der Nexus runterzukommen. Das war nicht der Grund. Natürlich will ich die Galaxie erkunden, aber eigentlich bin ich hier, um zu arbeiten. Ich kenne jedes Mitglied der Besatzung. Ich weiß sogar, welche Aktoren Gil für das Schiff bevorzugt. Und was noch besser ist, ich weiß, wie man sie besorgt. Mit mir kann Ihre Crew das Beste aus sich herausholen. Hier ist seit Monaten alles nur schiefgegangen, Ryder. Aber jetzt, wo wir Sie haben, haben wir da draußen eine Chance. Wow, das nenne ich mal engagiert. Wirklich? War es zu viel? Manche Leute schüchtert es ein. Wir brauchen diese Art von Begeisterung. Ich hoffe nur, ich kann dem gerecht werden. Das werden Sie schon. Und falls nicht, behalte ich es für mich. Versprochen. Ich sollte mich jetzt auf die Suche nach Gils Aktoren machen. Ein paar inoffizielle Quellen anzapfen, wenn Sie verstehen. Bis später, ja? Okay. Kann ich hier was scannen? Hier war ich bisher noch nicht. Was ist das denn hier? Aufzug? Krass, hier geht's ja sogar nach oben. Da ist noch, hier sind noch mehr Räume. Ah, der Pathfinder dreht seine Runde. Und Sie besuchen sogar die miesen Ecken, hm? Wollen Sie sich mal ansehen, wie sich das Gesindel so durchschlägt? Hey, das hier ist der wichtigste Bereich des Schiffes. Wow, erzählen Sie mir nicht, die da oben hätten zur Abwechslung mal jemandem mit Verstand das Kommando übertragen. Ich stehe Ihnen zu Diensten. Okay, ich wollte nur mal sehen, wie es dem Schiff so geht. Dieser kleine Stunt in die Geißel hat einige meiner Verbesserungen ernsthaft auf die Probe gestellt. Aber Sie haben den Test bestanden. Wissen Sie eigentlich, wie gut es sich anfühlt, wieder unterwegs zu sein? Wenn man zu lange untätig ist, wird man träge. Das gilt für uns genau wie für Schiffe. Wirklich. Als ich auf der Nexus festsaß, habe ich es echt bereut, mich der Initiative angeschlossen zu haben. Ich bezweifle, dass das nur Ihnen so ging. Ja, aber für mich ist Reue etwas vollkommen Neues. Ich neige dazu, so zu leben, wie ich arbeite. Nach dem Motto, fühl es, tu es. Ohne zu viele enge Bindungen und ohne große Ziele.
Ich dachte, vielleicht finde ich ja in Andromeda meine wahre Bestimmung. Dann bin ich hier angekommen und, ups, musste feststellen, dass es kein Zurück mehr gibt. Ich bin auf dieser Station fast wahnsinnig geworden. Sie können sich nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als Sie aufgetaucht sind. Sie meinen, wie glücklich Sie waren, weil ein Pathfinder aufgetaucht ist? Ist doch Jacke wie Hose. Entscheiden Sie einfach weiter, wohin dieses Schiff fliegen soll, und ich sorge dafür, dass es auch dort ankommt. Einverstanden? Einverstanden. Aha. Okay. Okay, da waren wir gerade drinne. Ah, so kommt man hier hin. Ups, sieht aus, als wäre unser Pijack-Freund aus seinem Käfig entkommen. Naja, ihm wird schon nichts passieren. Und ein bisschen Bewegung kann vermutlich nicht schaden. So, Lexi. Wir haben also eine neue Passagierin. Sie meinen Phoebe? Ja, und sie hat sich entschieden, sich in einer der Rettungskapseln einzurichten. Man muss keine Psychologin sein, um daraus zu schließen, dass da jemand Bindungsängste hat. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Wo finde ich denn diese Rettungskapsel? Also, Jarl. Also. Wir hatten noch keine Gelegenheit zu einem Gespräch unter vier Augen. Fühlen Sie sich hier wohl? Ich habe es mir genommen. Es wäre zu ungewohnt gewesen, bei den anderen zu bleiben. Das sind Aliens. Und Sie auch. Und Sie sind ein Alien für uns. Wir haben also etwas gemeinsam. Das ist immerhin ein Ausgangspunkt. Verstanden. Und wenn wir alle Aliens sind, geht es vielleicht vielmehr darum, was für eine Art von Alien wir sind. Sie wussten nichts über uns. Und trotzdem haben Sie uns Ihre Hilfe angeboten. Vielleicht hatte das gar nichts mit Ihnen zu tun. Könnten Sie das näher ausführen? Nein. Woher kennen Sie Moshai Sefer? Sie ist unsere größte Expertin, was die Relikte angeht. Ich war ihr Schüler. Sie haben die Relikte auch studiert? Ein wenig. Ich war sehr schlecht. Hab hingeschmissen. Oder sie hat mich rausgeworfen. Eins von beiden. Wir stehen uns immer noch sehr nah. Und ist das Ihr Gewehr? Jetzt schon. Es ist von den Cat. Mit Modifikationen von mir. Ich bastle gerne. Wenn ich was in die Finger kriege, nehme ich es auseinander. Diese Fähigkeit können wir gebrauchen. Aber ich habe eine Bitte. Nehmen Sie bitte mein Schiff nicht auseinander. Sie haben recht. Ich mache das hier freiwillig. Es ist aufregend. Etwas an Ihnen ist einzigartig. Unruhig, ungeschliffen, aber irgendwie hintergründig. Das klingt für mich wie ein Kompliment. Und ein schönes noch dazu. Ist es auch. Angara sind sehr emotional. Es fällt uns schwerer, Gefühle zu verbergen, als sie zu zeigen. Ich sollte zurück an meine Arbeit gehen. Jetzt muss ich auch noch Alien-Psychologie entschlüsseln. Als ob ich nicht genug um die Ohren hätte. Welche Ohren? Sie sagen es. Bis später. Okay.
So. Jetzt bin ich immer noch nicht weiter. Und ich weiß immer noch nicht, wo die Rettungskapseln sind. Ah, da. Sie haben sich hier eingerichtet? Ja, ich gehe immer noch die Sachen aus dem Gewölbe auf Eos durch. Wenn ich es schaffe, diese Datenspeicherbox zu knacken, wird sie mir bei einem persönlichen Projekt auf der Nexus weiterhelfen. Das hier ist ein netter, abgelegener Ort, an dem ich in Ruhe vor mich hin basteln kann. Und schlafen kann ich überall. Es ist nicht gerade heimelig, aber genau das gefällt mir. Ich suche nicht nach einem Zuhause. Oh, aber ich werde Ihnen helfen, ein Zuhause für alle anderen zu finden. Zumindest solange ich bei Ihnen bin. Heißt das, Sie sind nur eine vorübergehende Ergänzung meines Teams? Alles ist nur vorübergehend, Ryder. Ich verstehe. Sie wollen wissen, wer auf Ihrem Schiff ist. Also sind Sie hier, um rauszufinden, wie ich ticke, richtig? Ja, sowas in der Art. Okay. Ich wurde in einer Blockhütte im ländlichen Teil von Haitiana geboren. Ich hatte einfache, aber liebevolle Eltern, die versuchten... Ich blicke nicht zurück, sondern nach vorne, Ryder. Warum also sollten wir uns durch meine Lebensgeschichte quälen? Sie können mich da draußen kennenlernen, während wir die Geheimnisse der Galaxie lüften. Deshalb bin ich nämlich hier. Ich war es leid, zu Hause vor mich hin zu gähnen. Es hat Ihnen also nicht gereicht, sich in der Milchstraße auf vollkommen Fremde zu stürzen? Ich denke, auf Sie würde ich mich überall stürzen. Oh, habe ich das gerade laut gesagt? Mit Ihnen wird das Leben jedenfalls bestimmt nicht langweilig. Vielleicht muss ich ja nie wieder gähnen. Vielleicht hätten Sie einfach nur mehr Schlaf gebraucht. Wir waren 600 Jahre außer Gefecht. Jemand Besonderes hat die Reise mit mir angetreten, ist dann aber völlig verändert wieder aufgewacht. Ich habe lange genug geschlafen. Ryder, die Milchstraße war so, da war ich schon, das habe ich schon gemacht. Und selbst wenn nicht, irgendjemand hatte es schon gemacht. Wenn es eines gibt, das Sie über mich wissen sollten, dann, dass ich für das Unbekannte lebe. Für das noch nie Dagewesene. Okay, Sie können sich gratulieren. Niemand hat meine Versuche, ihn kennenzulernen, jemals so erfolgreich vereitelt wie Sie. Ja, ich bin die Beste! Spendieren Sie mir irgendwann mal einen Drink. Wer weiß, was dann alles aus meinem Mund kommt. Andererseits, ich brauche Reliktschrott, Reltech, wie ich ihn nenne, für Projekte wie das, von dem ich gesprochen hatte und das Sie nebenbei bemerkt, absolut lieben werden. Wenn Sie mir versprechen, mir alles zu bringen, was Sie erbeuten, beantworte ich Ihnen alle Ihre Fragen. Reltech, hä? Einverstanden. So. Du hast doch bestimmt hier auch etwas, was man scannen kann, oder? Nein. So, was haben wir hier? Hier ist nichts. Okay. Dann können wir jetzt, glaube ich, endlich losreisen, ne? Ich muss nur noch hier mit denen hier reden. Sam hat unsere Sternenkarten zusammengestellt. Die anderen Piloten auf der Nexus haben viele neue Spuren, denen sie folgen können. Sie können die Karten abgeben, wenn wir das nächste Mal dort sind. Schon seltsam. Vor ein paar Monaten war die Station Kriegsgebiet. Fliegen war der einzige Weg, aus dem Chaos zu entkommen. Und jetzt wird sie langsam eine Zuflucht, so wie es auch gedacht war. Alle arbeiten hart dafür, dass die Nexus auf die Beine kommt. Wie auch immer, die größte Bedrohung der gesamten Initiative ist nach wie vor diese Monstrosität. Sie meinen die Geißel? Ich sehe noch vor mir, wie sie die Nexus außer Betrieb gesetzt hat. Ich musste anderen Piloten gefährliche Flugmanöver beibringen, nur für die Suche nach Nahrung und Wasser. Sie ist ein Käfig, der gute Schiffe frisst und gute Crews. Helios kann keine Heimat sein, solange sie uns bedroht. Sie ist eine gewaltige Weltraumanomalie. Sowas verschwindet nicht plötzlich. Wenn wir sie irgendwie neutralisieren könnten oder wenn unsere Schiffe sich gegen sie verteidigen könnten. Aber so lösen wir unsere Probleme. Wir finden einen Weg, wo es keinen gibt, oder? Die Nexus ist der beste Beweis dafür. Ja, genau. Was? Ah, guck mal, hier oben ist auch ein E-Mail-Terminal. Geil. So. Okay. Gut.
habe Bilder des Gewölbes gesehen. Es ist verblüffend, wie groß es ist. Und wie viel davon haben Sie noch nicht entdeckt? Was, wenn es noch viel größer ist? Wofür ist all dieser Platz gedacht? Angesichts der Aufgaben, die es erfüllt, könnte es tausende Meilen unter die Oberfläche des Planeten reichen. Oder ihn vollständig durchziehen, wie ein unterirdisches Netzwerk. Das ist natürlich nur so ein Gedanke. Ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen sollte, um eine Hypothese über seine Funktionsweise aufzustellen. Die Reliktschöpfer, wer oder was auch immer sie waren, haben etwas vollbracht, das weit über unseren Horizont hinausgeht. Was wissen Sie über das Terraforming-Netzwerk der Relikte? Soweit ich es sagen kann, dienen die Gewölbe dazu, nahezu sämtliche Faktoren eines Planeten zu regulieren. Sein Klima, den pH-Wert des Bodens, die Zusammensetzung der Atmosphäre. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass sie die Entstehung von Leben anregen können. Wenn wir herausfinden, wie man die Gewölbe kontrolliert, könnten wir diese Welten zu perfekten Lebensräumen machen. Wann haben Sie angefangen, an einen Gott zu glauben? Meine Eltern waren beide Wissenschaftler. Mein Zuhause war von Rationalität geprägt. Als ich dann ins Teenageralter kam, lassen Sie es mich so ausdrücken. Während andere Jugendliche batterianische Musik für sich entdeckt haben, fand ich zu Gott. Aber Ihre Arbeit als Wissenschaftlerin hat meine Überzeugung nur noch gestärkt. Vor allem, als ich angefangen habe, mich mit Molekularbiologie und Physik zu beschäftigen. Ich bin dabei immer wieder auf dieselben Muster gestoßen. Sie waren wie Wasserzeichen eines Künstlers. Für mich ist dieser Gott ein Künstler, ein Erfinder. Nicht jemand, der kontrolliert, ob ich mir auch die Zähne geputzt habe. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Okay. So, dann werden wir jetzt gleich hier zur Galaxiekarte gehen und dann von da aus nach Hividon oder sowas da reisen. Aber eben kurz eine kleine Pause, dann bin ich sofort wieder da.